Mit dem Artisan Food Processor können Sie dieses Lammkebab in Zitronenmarinade mit Hummus aus weißen Bohnen zubereiten. Wie gehen Sie vor? 320 Gramm Lammfilet in 3 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Die Zitruspresse auf die Küchenmaschine setzen und 2 Zitronen auf Stufe 1 auspressen. Den Zitronensaft über das Lamm gießen. Mit einem Gemüseschäler die Schale von einer Zitrone entfernen. Die Zitronenschale und 2 grob gehackte Zwiebeln bei Stufe 1 in die Minischüssel geben. Dieses Püree mit dem Lamm vermischen und 2 Esslöffel Kreuzkümmel hinzufügen. Nur mit Pfeffer abschmecken und gut mischen. Mit Frischhaltefolie bedecken und eine Stunde abkühlen lassen. Die Samen einer Chilischote entfernen und in die Minischüssel geben. Einen halben Bund glatte Petersilie und 2 Esslöffel natives Olivenöl extra dazugeben. Auf Stufe 1 fein hacken. Eine Dose mit 400 Gramm weißen Bohnen abtropfen lassen und unter fließendem Wasser abspülen. Die Bohnen in eine Minischüssel geben und 4 Esslöffel weißes Tahin dazugeben. Auf Stufe 1 zu einem glatten Püree verarbeiten. Nur mit Salz abschmecken, in eine Schüssel geben und beiseite stellen. 50 Gramm Butter in einem kleinen Topf schmelzen und eine Prise Piment hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Lamm aus der Marinade nehmen und auf 4 Spieße spießen. Mit der Pimentbutter bestreichen, abschmecken und nach Geschmack grillen. Die Kebabs mit dem Hummus aus weißen Bohnen und Little Gem Salat servieren.